das so mache. Und so. Und schon dann wieder. Achtung, Produktionsstillstand. Schmelzwerk, ja, ist okay. Thomas, kann ich hier jetzt keins hinstellen, sonst kommt die Straße da nicht hin, das ist doof. Das ist jetzt echt doof. Alles mal eins zu eins zurücksetzen, dann könnte das vielleicht hinhauen. Okay. Eins zurück. Okay. So. Du hast deine drei Stück, alles klar. Du kriegst drei neue. So. Und du kriegst jetzt drei Stück. Eins. Zwei. Drei. Perfekt. So. Kann ich nämlich auch die Straße hier lang ziehen? Voilà. So. Ist doch viel kompakter gebaut hier jetzt. Kriegen wir hin, ne? Kriegen wir hin. So, ist auch genug Tee, denke ich. Da wir jetzt hier so viele Waren abholen müssen, tun wir hier ein bisschen aufstocken. So, was man hier noch auf Kontrolle ist, besser Umweltkontrolle. Ach so. Drei Stück muss ich bauen auf irgendwo. Okay, irgendwo. Gut. Dann kommt die andere nämlich hierher. Gute Arbeit, ehrlich. Dankeschön. So. Wie schaut's aus mit unseren Waren? PDAs, ja okay, Gemüse ist aber noch zu wenig. Müssen wir schauen. Das muss ich erstmal einpendeln ein bisschen. Ich muss erstmal hochfahren quasi mit der Produktion. Jetzt habe ich jetzt vier davon gebaut. Vier davon, zwei davon und zweimal Reis, wenn ich das recht sehe. Reis ist immer noch im Zunehmen, okay. Aha, okay. Na gut. So, Lifestyle ist erfüllt. Nahrung kommt wieder, Tee müsste auch wieder kommen. Gut. Beschleunigen wir mal kurz. Obwohl, ich könnte noch ein paar Gebäudchen bauen. So, dahin, 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 da, da, da. Was auch noch? Ja, perfekt. Und hier, und hier, und hier. Da kann man wahrscheinlich keine Straße bauen, also lasse ich es mal sein. Kann ich noch Straße bauen? Neue Bevölkerungsgruppe erfasst. Sehr schön. Erstmal gucken, Straßen. Gerade so ein Fitzelchen passt. Bisschen der Straße, okay. Das Gebäude hier ist nicht an der Straße, das ist schlecht. Muss wohl
So, wenn ich so mache, geht's. So. Okay, kann ich jetzt. Mist. Mal gucken, auf die Straßen schauen. Natürlich genau drei Felder, wo das nicht hinhaut. Natürlich. Da wo es Haus hinstellen könnte, oder? War ja klar. War ja klar. Neue Bevölkerungsgruppe, okay. Die wollen jetzt auch noch Bio-Drinks haben. Alarm, Feuerausbruch. Was? Feuer? Wo? Oh. Ah ja, muss ich nochmal Feuerwehr bauen. Feuerwehr. Hier. Okay. Kosten die Unterhalt. Daten geladen. Informationen zum Thema stehen bereit. Selektieren Sie Ihre Arge und Baupläne von SSRT. Okay. Warnung. Registriere neues Sicherheitsgebäude. Eine ausgezeichnete Entscheidung. Ja, muss ja. Okay, jetzt kann ich hier die Feuer. Entwarnung. Feuer eingedämmt. Gut, gut. So. So. Ist auf jeden Fall angeschlossen. So. Einfach mal abreißen. Neues hinstellen. So. Gut. So. Schaut doch jetzt gut aus. Biokost ist erfüllt. Fisch ist erfüllt. Jetzt können wir mal gucken. Okay, Kommunikatoren, das ist wahrscheinlich zu wenig sein. Gemüse, weiß ich nicht, was genug ist. Auf jeden Fall Kommunikatoren nehmen wieder ab, aber es kommen ja wieder neue. Wir müssen das beobachten, dann sehen wir weiter. Wie immer, so. Was braucht man denn für die Bio? Erstmal Glas. Glas brauche ich. Sand und Kalkstein. Sand und Kalkstein. Ach, das muss ich auch da hinten dann produzieren. Ach du meine Güte. Wie sieht es denn mit Sand aus hier? Ist der. Ja gut, wenn ich jetzt noch die Glasproduktion dazu mache, weiß ich nicht, ob der eine Sandextraktor reichen wird. Vier Tonnen Werkzeug. Ah, war ja klar. War doch klar. So. Was denn du so eigentlich? Was steht an? Kauft Diamanten, aha. Kauft Spirituosen, nee. Kein Interesse, glaube ich. Hederware, echt? Was wäre dann hier? Kapazitätsplan 2. Okay, nee, danke. Das lassen wir mal.
So, was wollte ich jetzt hier bauen? Achso, Glasproduktion. Kalksteinbruch war ja klar. Kalkstein. Wann gibt es überhaupt hier? Na gut. Holz. Holz, nicht genug Holz. Ich stehe zu Ihrer Verfügung. Was haben wir denn hier? Linksklick, um Testgebäude im Baumenü freizuschalten. Will ich das überhaupt? Ja, eigentlich müsste ich das schon tun, ne? Ich grüße Sie. Mein Name ist Professor Dr. Salman Devi. Ich bin Sprecher des unabhängigen Wissenschaftsrates von SAAT, dem führenden internationalen Gremium für Forschung und Wissenschaft. Wir beobachten Ihr Vorgehen in diesem Sektor mit großer Neugier. Und Sie verfügen, wenn Sie mir eine persönliche Bemerkung gestatten, über faszinierendes Potenzial. Der SAAT-Ethikrat kam unter der Leitung der ihm vorsitzenden künstlichen Intelligenz Father zum Schluss, dass das Risiko vertretbar ist, Ihnen Zugriff auf unsere modernsten Hightech-Verfahren zu gewähren. Eine Entscheidung, die ich ausdrücklich begrüße. Wenn Sie es wünschen, erhalten Sie ab sofort Zugriff auf unsere Unterwassertechnologien zur Nutzung der Tiefsee. Damit lassen sich Rohstoffprobleme im Handumdrehen lösen. Außerdem lizenzieren wir Ihnen die Errichtung von Forschungslaboren und Akademien und gewähren Zugriff auf unsere Flugzeugkonstruktionspläne. Mhm. Ich wette, Sie sind sprachlos. Und das alles erhalten Sie gegen einen kleinen Beitrag zur Fortführung unserer Forschungsarbeiten. Fantastisch, nicht wahr? Schlagen Sie ein. Werden Sie Mitglied von SAAT. Das ist beinahe so ein Werbevideo. Naja, gut, komm. Baugenehmigung für Tech-Gebäude wurde erteilt. Aktualisierung des Baumenüs ist jederzeit an der Arche möglich. Okay. Baumenü aktualisiert. Tech-Gebäude freigegeben. Okay. Wie kann ich helfen? Wie kannst du helfen? Standortwechsel. Ach, ich kann meine Wohnung da hinstellen. Trimaran. Yay. Aber nicht jetzt. Nein, nein, nein. Trimaran steht bereit. Übertrage Kommandoprotokoll. Ja, ich will aber noch kein... Ich will es mit Holz. So. Okay. Aha. Okay. So wie die expandieren, die machen hauptsächlich nur Tee, wie es ausschaut, oder Gemüse. Reis. Reis, Tee. Ja, gut. So, was haben wir hier? Achso. Einmal ausladen. Einmal wegfahren. Hier sind die Instruktionen. Interesse? Auf die markierten Inseln zu finden. Bin ich also. Oh, komm.